Wir nehmen hier den Flächeninhalt eines Kreises genauestens unter die Lupe. Zuerst einmal definieren wir die Zahl Pi. Die Zahl Pi, die Kreiszahl, ist definiert als Verhältnis zwischen Kreisumfang und Kreisdurchmesser. Also diese Zahl Pi ist definiert als Umfang eines Kreises geteilt durch den doppelten Wert vom Radius dieses Kreises. Und diese Zahl Pi beträgt ungefähr 3,141592653589 und immer so weiter und immer so weiter. Im Moment sind Computer dabei, immer weitere Dezimalstellen von Pi zu berechnen. Der Umfang von einem Kreis beträgt also durch die Definition von Pi 2 Pi R. Das ist eigentlich keine Formel, sondern das ist die Definition von dieser Zahl Pi. Anscheinend ist der Flächeninhalt von einem Kreis genau dieselbe Zahl Pi mal das Quadrat vom Radius. Und das ist doch sehr bemerkenswert, dass das genau dieselbe Zahl Pi ist. Dass dieser Flächeninhalt von einem Kreis so ungefähr 3, ein bisschen mal r Quadrat ist, das ist normal. Dazu brauchen wir einen Kreis und konstruieren ein Quadrat, dessen Seite genauso lang ist wie der Radius von diesem Kreis. Übrigens mit Schieberegler kann ich das hier ganz genau einstellen. Das ist alles maßstabgerecht gezeichnet. Solch ein Quadrat passt vollständig auf diese Kreisscheibe, denn wir können diesen Viertelkreis sofort hier hineinsetzen und die Ecke, die vom Quadrat noch übrig bleibt, die können wir um diesen Punkt T hier drehen und diese Ecke passt dann auch vollständig in diesen Kreis hinein. Da ist aber noch viel Platz. Also machen wir das ein zweites Mal. Den Viertelkreis können wir genau da hineinsetzen und diese Ecke hier können wir mit der Schere zerschneiden und diese zerschnittenen Stückchen genau da hineinlegen. Das passt auf jeden Fall. Dann ist immer noch Platz. Wir können genau das gleiche machen mit einem dritten solchen Quadrätchen. Den Viertelkreis legen wir da hinein und diese Ecke wird jetzt noch in kleine Stückchen geschnitten mit der Schere. Die passen dann noch alle hier hinein, neben diesen blauen Stückchen. Das wird passen. Und dann ist immer noch ein bisschen Platz. Was also heißt, dass solch ein Quadrätchen mit Seite R, Radius vom Kreis, dreimal hier hineinpasst und dann ist immer noch ein bisschen Platz, also passt solch ein Quadrätchen 3, ein bisschen mal da hinein. Aber wie eben schon gesagt, dass diese Zahl 3, ein bisschen ganz genau dieser Zahl hier entspricht, die ja definiert wurde als Verhältnis zwischen Kreisumfang und Kreisdurchmesser, das ist schon bemerkenswert. Wir werden das beweisen auf zwei verschiedene Arten. Legen wir los. Wir werden jetzt den Flächeninhalt von diesem Kreis mit Radius R bestimmen anhand von einem Integral. Wir werden hier den Flächeninhalt von diesem Viertelkreis bestimmen und den dann mit 4 multiplizieren. Dann haben wir den Flächeninhalt vom gesamten Kreis. Legen wir los. Zuerst einmal dieser Kreis hat als kartesische Gleichung x minus 0 im Quadrat plus y minus 0 im Quadrat gleich Radius im Quadrat, da das Zentrum ja 0, 0 ist und der Radius r ist. Wir möchten hier mit Funktionen arbeiten,
denn nur mit Funktionen können wir integrieren. Also lösen wir diese Gleichung nach y auf. Das ergibt dann y gleich plus minus Quadratwurzel von r² minus x². Das Minuswurzel ergibt negative y-Werte, dadurch entsteht also der untere Halbkreis. Plus diese Quadratwurzel ergibt positive y-Werte, dadurch entsteht also dieser obere Halbkreis, den wir brauchen als Funktion, die wir integrieren werden von 0 bis r. Also dieser braune Flächeninhalt hier beträgt Integral von 0 bis r von dieser Kreisfunktion versehen mit plus dx. Das heißt, der Flächeninhalt vom gesamten Kreis, das ist viermal dieser braune Flächeninhalt. Und dieser braune Flächeninhalt ist effektiv das Integral von 0, von da, bis r, bis da, von dieser grünen Kreisfunktion, Quadratwurzel von r² minus x². Um dieses Integral zu berechnen, brauchen wir also die Stammfunktion von dieser Quadratwurzel. Wir brauchen die Stammfunktion von Quadratwurzel von r² minus x² dx. Die ist nicht ganz leicht zu finden. Zuerst einmal setzen wir das Ganze hier auf 1 und multiplizieren Zähler und Nenner mit dieser Quadratwurzel. Das führt dann zu dieser Stammfunktion. Diese Stammfunktion werden wir zerlegen in die Differenz von Stammfunktion von r² auf diese Wurzel dx minus Stammfunktion von x² auf diese Wurzel dx, also so. Wir beschäftigen uns zuerst mit dieser Stammfunktion. Die Stammfunktion von r² geteilt durch diese Wurzel können wir berechnen, denn das hier erinnert sehr stark an Stammfunktion von 1 auf 1 minus x² dx, das heißt Arcsinus von x. Wir werden diese Stammfunktion effektiv auf einen Arcsinus zurückführen. Zuerst einmal klammern wir r² aus. Wir setzen das r² aus dieser Stammfunktion hinaus. Und hier unten hätten wir jetzt gerne eine 1. Aus dem Grund müssten wir hier also durch r² teilen. Deshalb multiplizieren wir unten vor dieser Wurzel mit 1 auf r. Dann müssen wir das aber auch oben machen. So, ist gemacht. Dieses 1 auf r setzen wir jetzt unter diese Quadratwurzel. Dieses 1 auf r wird sich dann da verteilen. Hier haben wir dann r² auf r² und dann minus x² auf r². Aber r² auf r², das macht 1, so wie wir es wollten. Und x² auf r², das macht x auf r im Quadrat. Wir hätten hier aber gerne x gehabt, haben wir aber nicht. Dann nennen wir x auf r eben u und machen hier eine Substitution. Wenn u x auf r ist, dann ist die Ableitung von u gegenüber dieser Variablen x 1 auf r, diese Konstante 1 auf r. Und deshalb ist du also 1 auf r mal dx. So können wir diese Substitution vornehmen und finden hier als Stammfunktion von das 1 auf r dx, das steht gerade da oben. 1 auf r dx, das ist du, also 1 mal du. Und unten steht dann die Quadratwurzel von 1 minus u im Quadrat
Somit brauchen wir nur noch diese Stammfunktion zu berechnen. Und es ist doch genau die, die wir wollten. Denn die Stammfunktion von 1 auf Quadratwurzel von 1 minus u Quadrat du, das ist Arcsinus von u. Und sobald wir Arcsinus von u gefunden haben, ersetzen wir u durch x auf r. Somit finden wir also Arcsinus von x auf r multipliziert mit dem r-Quadrat da vorne. Diese Stammfunktion ist also gleich zu r-Quadrat Arcsinus von x auf r. Also werden wir diese Stammfunktion hier oben schon mal ersetzen durch das da. Ist gemacht. Jetzt bleibt noch die zweite. Legen wir los. Um diese Stammfunktion zu berechnen, schreiben wir minus x Quadrat etwas anders. Wir schreiben x mal minus x, und zwar so. X mal minus x ergibt minus x Quadrat. Das ist so okay. Aber dieser Bruch hier, das ist genau die Ableitung von dieser Quadratwurzel. Die Ableitung von dieser Quadratwurzel entspricht ja Ableitung vom Radikanten, das ist minus 2x, geteilt durch 2 mal diese Wurzel. Also minus 2x geteilt durch 2 mal die Wurzel, die zwei Zweier kürzen sich weg. Die Ableitung von dieser Quadratwurzel ist also genau gleich zu diesem Bruch. Dann können wir diesen Bruch gleichsetzen zu Ableitung von dieser Quadratwurzel. Und jetzt suchen wir die Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen, von denen eine als Ableitung geschrieben wird. Das können wir partial erledigen. Man schreibe also das Produkt dieser zwei Funktionen ohne Prim, so, und davon ziehe man ab die Stammfunktion vom Produkt dieser zwei selben Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere hüpft. Das heißt, hier steht dann x' mal diese Quadratwurzel ohne Prim. Aber x' ist 1. Und somit finden wir, dass diese Stammfunktion gleich zu dieser Funktion ist. Und jetzt hängen wir fest. Denn wir suchen doch eigentlich diese Stammfunktion. Diese Stammfunktion führt zum zweiten Teil und dieser zweite Teil führt zur Differenz dieser Funktion mit dieser Stammfunktion. Aber das da unten, das ist genau die Stammfunktion, die wir suchen. Also sieht das hier so ein bisschen nach Teufelskreis aus. Wir müssen, um diese Stammfunktion zu bestimmen, also ganz von vorne anfangen und dann stoßen wir wieder auf diese Stammfunktion. Das ist schlecht. Halten wir trotzdem einmal fest, dass diese Stammfunktion, also dieser zweite Teil da, gleich zu dem da ist. Das halten wir so fest. Bisher haben wir das gefunden, Stammfunktion davon ist einer additiven Konstante nah, gleich zu dieser Funktion, wo am Ende dieselbe Stammfunktion auftritt, wie die, die wir am Anfang suchten. Trotzdem kein Problem, gut, dass sie mit einem Minus versehen ist hier, denn wir werden jetzt diese Stammfunktion links rübersetzen, dann steht auf der linken Seite, die Stammfunktion plus sie selbst ist gleich zu dem da. R Quadrat 8 Sinus von x auf r plus x mal die Wurzel. Aber die Stammfunktion plus sie selbst, das ist doch zweimal die Stammfunktion. Und wenn wir jetzt noch diese zwei rechts rübersetzen, dann wird die zwei da teilen, und zwar alles, so. Und dann haben wir die Stammfunktion doch noch gefunden. Hier sah es nach Teufelskreis aus, aber trotzdem haben wir so die Stammfunktion bestimmen können. Wir haben also die Stammfunktion von dieser Quadratwurzel ziemlich mühevoll hier berechnet,
dürfen wir also im Integral einsetzen, so, und rechnen jetzt von dieser Stammfunktion die Variation von 0 bis r. Was also bedeutet, wir ersetzen zuerst überall hier drin x durch r, danach ersetzen wir überall hier drin x durch 0 und ziehen die zweite von der ersten Zahl ab. Ersetzt man hier drin überall x durch r, so findet man diese Klammer. Ersetzt man hier drin überall x durch 0, so findet man diese Klammer. Rechnen wir jetzt nach. R² halbe mal Arcsinus von 1. Arcsinus von 1, das ist Pi halbe, weil der Sinus von Pi halbe ja 1 ergibt. Plus R halbe mal Wurzel aus 0, das macht 0. Minus, hier steht Arcsinus von 0, das macht 0, mal R² halbe bleibt 0. Und dann plus 0 mal diese Wurzel, das macht auch 0. Die zweite Klammer ergibt 0. Dieser zweite Term aus der ersten Klammer macht auch 0. Was also übrig bleibt, ist 4 mal R² halbe mal Pi halbe. Das heißt, Pi r². Effektiv ist der Flächeninhalt von dieser Kreisscheibe genau Pi mal r², wo Pi die Zahl ist, die dort definiert wurde als Verhältnis vom Kreisumfang zum Kreisdurchmesser. Diese Stammfunktion berechnen, das war nicht sehr einfach. Es gibt ein mathematisches Mittel, um diese komplizierte Stammfunktion zu umgehen. Halten wir aber zuerst fest, dass das Integral von 0 bis r von Wurzel aus r² minus x² dx nichts anderes ist als ein Viertel von der Kreisfläche pi r². Das nennt man das Kreisintegral. Es gibt Tabellen über lauter solchen Integralen, die mal berechnet wurden, die aber häufig eingesetzt werden und die man dann nicht immer wieder berechnen möchte. Auch das Kreisintegral steht in diesen Tabellen. Zum Beispiel kann man dieses Kreisintegral sehr schön einsetzen, um den Flächeninhalt einer Ellipse zu berechnen. Der Flächeninhalt einer Ellipse mit großer Halbachse A und kleiner Halbachse b ist gleich zu Pi mal a mal b. Das ist sehr einfach zu beweisen anhand von diesem Kreisintegral. Auch der Rauminhalt von einem Torus ist sehr einfach zu berechnen anhand von diesem Kreisintegral. Wie kann man aber jetzt bei diesem Integral diese komplizierte Stammfunktion von eben umgehen? Durch den Lehrsatz der Integration durch Variablenwechsel. Wenn u von x eine stetige und streng monotone Funktion ist, streng monoton heißt streng steigend oder streng fallend, hier ist sie streng steigend, so kann man diese Funktion u von x auch umkehren. Die Umkehrfunktion ist dann auch stetig und streng monoton. Und es gilt, das Integral von a bis b von f von x dx ist gleich zum Integral von f von x von u mal Ableitung von dem x gegenüber der Variablen u mal du, und integriert wird hier mit der Variable u von u von a bis u von b. Dieser Lehrsatz ist nicht sehr einfach zu verstehen. In einem Beispiel wird sich das aber klären. Wir suchen genau unser Kreisintegral anhand von diesem Lehrsatz. Hier nehmen wir den Variablenwechsel x gleich r mal Sinus von u vor. X ist also hier eine Funktion von u. Genau wie es da beschrieben wird.
Das kann man umkehren und sagen, dann ist u Arcsinus von x auf r. U ist also eine Funktion von x. Wir werden jetzt für diese umkehrbaren Funktionen die Integration per Variablenwechsel vornehmen. Und zwar, das u ist eine Funktion von x. Und u als Funktion von x ist eine stetige und streng steigende Funktion. Wenn x 0 ist, dann ist u Arcsinus von 0 geteilt durch r, also dann ist u Arcsinus von 0, das heißt 0. Wenn x 0 ist, dann ist u auch 0. Wenn x r ist, dann ist u Arcsinus von r auf r, also Arcsinus von 1. Arcsinus von 1 ist aber Pi halbe. Also wenn x r ist, dann ist u Pi halbe. Und von 0 bis r ist diese Funktion Arcsinus von x auf r eine stetige und streng steigende Funktion. Also haben wir hier effektiv einen Variablenwechsel und dürfen diesen Variablenwechsel für dieses Integral einsetzen. Legen wir los. Nochmal, wenn x 0 ist, dann ist u 0. Wenn x r ist, dann ist u Pi halbe. Also, dieses Integral kann dank dieser Formel umgeschrieben werden in Integral von f von x von u. F von x ist das hier. Wir schreiben dieses x aber als Funktion von u. X ist r Sinus von u, also ist x Quadrat, r Quadrat sin Quadrat von u. Steht da. Durch diese Formel hier muss aber noch multipliziert werden mit der Ableitung von x gegenüber der Variablen u. Also müssen wir das x gegenüber der Variablen u ableiten. Dann macht das r, fliegt als multiplikative Konstante raus. Die Ableitung von Sinus u gegenüber u, das ist Cosinus von u. Also steht da hinten r mal Cosinus von u und dann nochmal du. Warum macht man das eigentlich? Die Idee ist folgende. Wenn man diesen Variablenwechsel hier vornimmt, dann kann man hier unter der Wurzel r² ausklammern. Dieses r² kommt dann aus der Wurzel raus als r. Und unter der Quadratwurzel steht dann noch 1 minus Sinus² von u. Das ist Cosinus² von u durch die Grundformel der Trigonometrie. Und die Quadratwurzel von Cosinus Quadrat von u, das ist der Betrag von Cosinus von u. Aber da die Variable u von 0 bis Pi halbe variiert, ist der Cosinus von u positiv. Also ist der Betrag von Cosinus von u Cosinus von u. Also schauen wir, was hier jetzt noch bleibt. Hier klammern wir r Quadrat aus. Holen das aus der Wurzel raus, das wird dazu r, multipliziert mit dem r von da hinten, dann ergibt das r Quadrat. Unter der Wurzel steht dann noch 1 minus sin Quadrat von u, das ist cos Quadrat von u. Die Quadratwurzel von cos Quadrat von u, das ist der Betrag von Cosinus u. Zwischen 0 und Pi halbe, also cos u. Multipliziert mit dem cos u von da hinten, dann ergibt das cos Quadrat von u. Also bleibt hier nur noch dieses Integral zu berechnen. Das r Quadrat kann als multiplikative Konstante gegenüber dem u aus dem Integral raus. Dann bleibt noch cos Quadrat von u und cos Quadrat von u können wir durch die Formel von Carnot so umwandeln. Und das führt dann sofort zu dieser Stammfunktion, die wir variieren lassen von 0 bis Pi halbe und so erhalten wir auch dieses Integral, das Kreisintegral, ergibt also Pi r² Viertel.
Das Kreisintegral beschreibt diesen Viertel Flächeninhalt hier. Mal 4, so haben wir den gesamten Kreisflächeninhalt, also Pi r Quadrat. Somit haben wir diese Formel, die wir in der Primarschule schon glaubten, die wir in der zweiten Stufe der Sekundarschule immer noch glaubten, jetzt endlich beweisen können und das auf zwei verschiedene Arten. Jetzt brauchen wir es nicht mehr zu glauben. Jetzt wissen wir, dass diese Zahl hier ganz genau dieselbe ist wie diese Zahl. Diese irrationale, seltsame Kreiszahl Pi.